meine lieben Mystery-Freunde da draußen. Wenn es um diversen Vorahnungen geht, so haben manche Menschen definitiv solche Fähigkeiten, Dinge vorherzusehen. Denn die Welt der übersinnlichen Phänomene reicht bis an den Ränder des Unheimlichen und der menschlichen Erfahrung. Ein Bereich, in dem dies im Laufe der Geschichte immer wieder zu beobachten war, sind Personen, die angeblich die Zukunft vorhersagen können, und in vielen Fällen haben diese Fälle angeblich einige ziemlich ernste Katastrophen vorausgesagt. In diesem Fall geht es um eine tragische Reihe von Ereignissen, die zu vielen Todesfällen führten und die auch einen psychischen Forscher auf den Plan rief, der viele Fälle von Vorahnungen mit dem Ereignis in Verbindung brachte, nur um dann zu sterben, nachdem sein eigener Tod vorhergesagt worden war. Der 21. Oktober 1966 begann für die Einwohner von Aberfan, eine kleine Bergbauernstadt im Deftale nahe der walisischen Stadt Merthyr-Tydfil, wie ein ganz normaler Tag. An diesem Tag gegen 9.15 Uhr hielt eine Gruppe von Kohlenarbeiter an, um eine Tasse Tee zu trinken, und die Bewohner der Stadt gingen alle ihren eigenen Geschäften nach, ohne sich um die Katastrophe zu kümmern, die sich anbahnte. Die Ruhe des Tages wurde durch ein Geräusch wie ein tieffliegendes Düsenflugzeug oder einen Donnern unterbrochen. Und dann brach die Hölle los. Wie sich herausstellte, hat sich eine riesige Abraumhalde, die an einem Berghang oberhalb des Dorfes angelegt worden war, aufgrund der jüngsten heftigen Regenfälle und einer unterirdischen Quelle verschoben und war schließlich aus ihren Verankerungen gerissen worden, so dass sie krachend und rasend das Tal hinunter auf das Dorf zusteuerte. Der daraus resultierende Erdrutsch aus Bergbauabfällen durchschlug das Dorf in 20 bis 30 Fuß hohen Wellen und bildete eine sich bewegende Wand aus einer schlammigen Masse, die Häuser, Bauernhöfe und eine Mittelschule zerstörte und insgesamt 144 Menschen tötete, darunter 116 Kinder, und viele andere zwang ihre Häuser in einer der tragischen Katastrophen, die Wales je gesehen hatte, zu evakuieren. Im Gefolge dieses Blutbads kam es zu einer Reihe merkwürdiger Vorfälle, bei denen es sich scheinbar um übersinnliche Offenbarungen handelte, die das Kommende vorhersagten, und es entwickelte sich eine Geschichte über das Paranormale, die am Ende sogar noch mehr Tote forderte. Wahrscheinlich hätte es nie eine Verbindung zwischen dieser schrecklichen Katastrophe und übersinnliche Vorahnungen gegeben, wenn nicht ein Mann, ein John Barker, damals Psychiater und Mitglied der britischen Gesellschaft für psychische Forschung, arbeitete, die 1882 zur Erforschung von paranormaler Phänomene gegründet wurde. Der Grund, warum Barker in Aberfan auftauchte, war, dass er den Fall eines Jungen untersuchte, der dem Chaos entkommen war, später aber vor Schreck starb. Das Ganze war ein Teil eines Projekts, an dem er gearbeitet hatte und bei dem es um die psychischen Auswirkungen auf Menschen ging, die wirklich glauben, dass sie sterben werden, was er psychischer Tod nannte und über das er ein Buch schreiben wollte. Als er sich mit der Katastrophe befasste, stieß er auf Geschichten von Menschen, die Träume und Vorahnungen von dem hatten, was kommen würde. Darunter die Aussage eines 8-jährigen Jungen namens Paul Davies, der während der Erdrutsches in der Schule gestorben war und der noch in der Nacht zuvor ein unheimliches Bild von Figuren gezeichnet hatte, die sich in den Hang gruben. Ein anderes kleines Mädchen namens Erin May Jones, gerade 10 Jahre alt, hatte ebenfalls eine Vorahnung, über die Barker schreiben würde. Am Tag vor der Katastrophe sagte sie zu ihrer Mutter: „Mama, ich möchte dir von meinem Traum letzte Nacht erzählen." Ihre Mutter antwortete sanft: „Liebling, ich habe keine Zeit. Erzählen mir später noch einmal." Das Kind erwiderte: „Nein, Mama, du musst zuhören. Ich habe geträumt, dass ich zur Schule gegangen bin und dort keine Schule war. Etwas Schwarzes hat sich über sie ergossen." Barker machte sich auf die Suche nach anderen Personen, die Vorahnungen über die Katastrophe gehabt hatten,
und veröffentlichte in der Londoner Tageszeitung einen Aufruf an alle, die solche Visionen gehabt hatten. Eine der bemerkenswertesten von ihnen war eine junge Frau namens Caitlin Middleton, die in den nördlichen Londoner Vororte Edmonton lebte. Sie hatte ein langes Leben mit übersinnlichen Erfahrungen hinter sich. Im Alter von nur 7 Jahren war sie eines Tages mit ihrer Mutter in der Küche gewesen, als ein Ei von der Arbeitsplatte herunterschwebte und an der Decke hing, was damals sehr beeindruckend war, aber von einer Wahrsagerin als Zeichen des Todes gedeutet wurde. Es dauerte nicht lange, bis einer von Caitlins engen Freunden verstarb. Sie hatte oft Kopfschmerzen und Vorahnungen vor den Katastrophen, wie Erdbeben oder Überschwemmungen, und das sollte sich ihr ganzes Leben lang fortsetzen. Am 21. Oktober des Jahres 1966, gegen 4 Uhr morgens, wachte Caitlin im Alter von 52 Jahren mitten in der Nacht aus einem schrecklichen Albtraum auf, indem sie das Gefühl hatte, dass sich der Raum um sie herum zusammenzog und von einem Gefühl des bevorstehenden Todes heimgesucht wurde. Nur wenige Stunden später schlug die Katastrophe zu. Parker ließ viele andere auf seinen Aufruf in der Zeitung antworten. Insgesamt erhielt er etwa 76 Antworten. Einer davon war ein Mann, der behauptete, er habe geträumt. Er habe versucht, ein Buch zu kaufen und sei auf einen Artikel gestoßen, auf dessen Bild Aberfan zu lesen war, ein Ort, von dem er noch nie gehört hatte. Eine andere Frau erzählte, dass sie eine Vorahnung hatte, in der sie ein Schulhaus sah, das von einer Kohlenwelle begraben wurde, die einen Berghang hinunterrollte, und es gab noch viele andere. Parker stellte die Theorie auf, dass diese Menschen an etwas litten, das er als Präkatastrophensyndrom bezeichnete, was er als menschliche Seismographen für Katastrophen bezeichnete. Es handelt sich dabei um Menschen, die seiner Meinung nach empfindlich auf Störungen des Gleichgewichts der Dinge reagieren und bevorstehende Katastrophen wahrnehmen konnten, bevor sie tatsächlich eintraten. Dies alles führte dazu, dass Parker von dem Phänomen in Bezug auf Katastrophen geradezu besessen war. Er forderte seine Leser ständig auf, ihre Träume und Vorahnungen einzusenden, damit er sie auf ihre Bedeutung hin analysieren konnte, und er entwickelte ein 11-stufiges Punktesystem für die Vorhersagen. 5 Punkte für Ungewöhnlichkeit, 5 Punkte für Genauigkeit und einen Punkt für den Zeitpunkt. Er war der Meinung, dass sich dieses Phänomen hervorragend zum Vorhersagen von Katastrophen nutzen ließe, und gründete eine Organisation, um solche Daten zu sammeln, und er berichtet Folgendes. Stattdessen sollten wir versuchen, sie nutzbar zu machen, um weitere Katastrophen zu verhindern. Im Idealfall musste das System mit einem Computer verbunden werden. Mit etwas Übung sollte es möglich sein, Muster oder Spitzen zu erkennen, die sogar auf die Art und das mögliche Datum, die Uhrzeit und den Ort einer Katastrophe hindeuten könnten. Vor allem in den Anfangsphasen, wenn die Betreiber noch unerfahren sind, kann es zu zahlreichen Fehlalarmen kommen. Wenn nur eine einzige größere Katastrophe auf diese Weise verhindert werden könnte, wäre das Projekt mehr als gerechtfertigt, vielleicht für alle Zeiten. Parker konnte bei diesen Unterfangen alle möglichen Erfolge verbuchen, darunter auch alle möglichen Flugzeugkatastrophen und Eisenbahnunglücke. Aber derjenige, der ihm immer als eine verpasste Gelegenheit in Erinnerung blieb und mit dem alles begann, war die Katastrophe von Aberfan. Damals, 1968, hatte Parkers preisgekrönte Hellseherin Middleton eine Vision von ihm, in dem er tot war, mit Kopf und Schultern auf der einen Seite und ihren Eltern, die tot waren, auf der anderen Seite. Eine sehr merkwürdige Beschreibung einer Vorahnung. Auch andere Hellseher, mit denen er in Kontakt stand, begannen Vorahnungen von seinem Tod zu haben, und das war alles sehr beunruhigend. Ob dies nun Zufall war oder nicht, am 18. August des Jahres 1968 erlitt Baker in seinem Haus eine Hirnblutung. Ob dies von Hellsehern vorhergesagt worden war oder nicht, kann nur vermutet werden.
Es ist ein seltsamer Strudel von Ereignissen, der sich um eine Katastrophe dreht, die offenbar viele übersinnliche Aufmerksamkeit auf sich zog und einen prominenten Forscher dazu veranlasste, der Sache nachzugehen, was ihm vielleicht zum Verhängnis wurde. Und wir fragen uns, was hier wirklich vor sich ging. Am Morgen des 21. Oktober des Jahres 1966 unterrichtete Hattie Williams, damals noch Miss Taylor, ihre Erstklässler, als die Bergwerksabfälle den Hang oberhalb des Dorfes hinunterzurutschen begannen. Die Lawine tötete 109 Kinder der Schule und 5 Lehrer. Die 23-jährige Lehrerin brachte ihre Schüler in Sicherheit, als die Schule in Flammen aufging. In einem Gespräch mit der BBC Wales anlässlich des 50. Jahrestags der Katastrophe im Jahre 2016 beschrieb sie, wie sie an der Stelle, an der die Grundschule einstand, noch immer die Kinder im Klassenzimmer sehen konnte. Hattie Williams ist mittlerweile verstorben. Meine lieben Mystery-Freunde da draußen, ihr seht also, dass es definitiv solche Menschen gibt, die so eine Fähigkeit besitzen, um Dinge vorherzusehen. Besonders Mütter haben einen ganz besonderen Instinkt. Sie spüren oftmalig, wenn ihre Kinder in Gefahr sind. Ja, es gibt sie, diese Menschen, die eine bestimmte Begabung haben, Dinge vorherzusehen. Und nicht immer müssen diese Dinge genauso zutreffen, besonders wenn man eine Art Warnung ausspricht. Denn ich sage immer, die Mehrheit kann Dinge verändern. Und wie schon erwähnt, haben Mütter einen ganz besonderen Instinkt, wenn es darum geht, Dinge vorherzusehen. Besonders, wenn ihre Kinder in Gefahr sind. Aber nicht nur das. Auch ihr habt ab und an sicherlich ab und zu mal ein Art seltsames Gefühl dabei, wenn ihr vielleicht einen Ort besucht, in dem ihr dann zu euch selber sagt, ich habe hierbei ein ungutes Gefühl. Hier stimmt etwas nicht. Meine liebe Community da draußen, ich weiß, unter euch gibt es einige, die solche Fähigkeiten nutzen. Schreibt dies doch gerne einmal in die Kommentare, wie ihr darüber denkt oder was ihr vielleicht schon mal erlebt oder gesehen habt. Oder gibt es etwas, von dem die Menschheit gewarnt werden muss? Das könnt ihr ebenfalls in den Kommentare erwähnen. Ja, meine lieben Community-Gemeinde und Fangemeinde da draußen, somit sind wir wieder am Schluss angekommen. Und ich sage in meinem Tiroler Dialekt, vier Denk, bis zum nächsten Mal und in einiger Zeit sagt man aber, bleibt's gesund.